Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge die Sims 4 100 Baby Challenge. Ja, hier sehen wir gerade, wie unsere liebe Penny ein unsichtbares Baby in der Hand hält. Und wo ist der Kleine überhaupt? Aber egal, ich würde sagen, wir legen los. In der letzten Folge wollte dieser junge Mann nicht mit uns schlafen. Deswegen würden bitten zu gehen. Da ist der Kleine, wie geht's dem? Eigentlich soweit ganz gut. Ich hoffe, ihr hört gerade was. Ah, ja. Ich muss auch sagen, dass ich die Zeit genommen habe. So, du kannst mal. Was möchtest du machen? Brauchst kein Buch. Wir haben kein Geld. Hör auf, das Buch zu lesen. Dann würde ich sagen. So, Ton ist da. Das habe ich gerade gehört. So, ich werde die 100 Baby Challenge jetzt mal ein bisschen in Schwung bringen. Ich habe euch ja mal gesagt, dass da drüben so ein paar Sims holen, mit denen werden wir uns dann gleich noch anfreunden. Wir gehen dann gleich mal rüber. Nachdem sich fertig gemalt hat. Nein, Florian Weißhaupt, was möchtest du denn? Wie wäre es mit einer Verabredung? Nein, danke, wir haben ein Baby zu Hause und wir können nicht. So, mach mal ein bisschen schneller. Dass wir auch ein bisschen Kohle verdienen, weil ohne Geld, ohne Moos nichts los. Ich werde auch in den jetzt die Woche noch ein neues Let's Play mit die Sims machen, mit die Sims 4. Oh, oh ja, verkauft hat man. So, bevor ich es vergesse, es wird die Sims 3 fürs Erste nicht mehr geben, weil es funktioniert nicht. Was hat der Kleine? Hallo Kind, ach. So, dann haben Name des Buches. Machen wir dann mal. Kein Bock mehr. So. Danach kannst du schmutzige Windeln wechseln. Mein Gott. Füttern an Wurst. Nee, wo bist du? Du bist immer noch am PC. Ja, ich habe jetzt versucht, mit dem OBS wieder aufzunehmen. Funktioniert leider nicht. Ich weiß nicht warum, weswegen. Ja, da läuft ein Kind. Ist das unser? Also ist das unser? Jo. Oliver Kimmel, keine Ahnung, wer bist du? Dominik Braun, ja. Dann mach mal schneller. Ich würde mal sagen, dann hör mal auf, dann kümmere dich mal um dein Kind. Ich werde diese Woche noch eine Baufolge hochladen, wo ich ein Haus baue für unsere liebe Penny. Ja, so, du, ich weiß, dir geht's nicht gut. Danach kannst du schlafen. Hast du jetzt dem Kind die Windeln gewechselt? Ich glaube nicht. Ja, also Sims 3 kommt fürs Erste erstmal nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich habe aufgenommen und während der Aufnahme meint der PC das Spiel einfach mal zu deinstallieren, mitten in der Aufnahme. Und zwar alles ist weg, alle Spielstände. Und er will mir das auch irgendwie nicht neu installieren. Ich werde natürlich gucken. Hast du die? Ja, Windeln hast du gewechselt. Was ich da jetzt machen kann. Und ja. So, also, boah, nein. Möchte vorbeikommen. Eigentlich könnte er vorbeikommen. Ach, komm einfach. Oder wir werden dann halt mit ihm die 100 Baby-Chance weiterführen. Weil ich kenne jemanden, der spielt auch die Sims 4, halt jetzt nicht
hat zwar keinen YouTube-Kanal, aber der spielt auch die Sims 100 Baby Challenge. Und er ist mittlerweile schon 4 Jahre dabei. Und ja, ja. Hi. Und deswegen werden wir das jetzt so machen, weil ich möchte nämlich nicht 4, 5 Jahre hier an dem Let's Play sitzen. Du. Jetzt bin ich am Überlegen. Nehme ich mir einen Sim aus der Nachbarschaft? Oder nehme ich diesen jungen Mann hier, weil der hat ja schon, wir haben ja schon mit dem ein Kind. Wie schon gesagt, jeder macht seine Challenges anders. Ich werde jetzt natürlich gleich doch diesen jungen Mann hier nehmen. Ich weiß nicht, ob der verheiratet ist. Können wir ja mal eben schauen. Bist du verheiratet? Ne, da. Junger Erwachsener, arbeitslos, ordentlich, Musikliebhaber, unbekannter Mann. Lebende. Okay, er ist also nicht verheiratet. Oh, das Kind schreit schon wieder. Warum? Schmutzige Windeln. Ja, der Papa kommt, ja. Der sieht sein Kind jetzt auch gerade zum ersten Mal. Oh, ja, hallo, 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 ich bin der Papa. Ja, letzte Woche kam nichts online, weil ich hatte letzte Woche einfach keine Lust bei der Hitze irgendwas aufzunehmen. Deswegen, dann kannst du mal aufstehen, kannst du die Reste nehmen, ich weiß. Und dann kannst du dich. Was liegt denn da draußen? Achso, die Mülltonne. Dann kannst du dich doch mal mit deinem Schatzemann romantisch. Ah, Baby machen noch nicht. Bitte Freund sein. Eigentlich könnten wir schlüpfrige Frage stellen. Ich muss mal eben die Tastatur ein bisschen zur Seite packen, weil ich keinen Platz habe für die Maus. Ich brauche mir ordentlich Platz. So. Dann außer romantisch, dann machen wir mal flirty, und ja, er ist ein junger Erwachsener, genau wie Penny. Ich weiß nicht, warum. Wir werden jetzt auch gleich den Kleinen altern lassen zum kleinen Kind. Was machst du? Möchtest Fernsehen gucken? Du brauchst kein Fernsehen gucken. Du brauchst kein Fernsehen gucken. Du sollst dich mit ihm hier unterhalten. Grr, plaudere, plaudert, plaudert. Handkuss. Ja, was war das gerade? So. Also. Machen wir hier mal ein bisschen schneller. So, dann hör mal auf zu essen. Kannst du dich mit den Gewalt anfreunden? Bitte geh nicht. Okay, bleib noch. Ewige Liebe erklären, das wird sowieso nichts. Na, fängt halt wieder an rumzubacken. So, was machst du? Freunde. So. So, jetzt machen wir das mal so. Wo war das denn? Bitten, Freund zu sein. Gucken wir, ob er darauf anspringt. Wenn ja, dann lassen wir ihn gleich auch hier einziehen. Und, ja. Na, willst du mein Freund sein? Yay! Jetzt, bitten zu gehen, einladen, übernachten, ewige Liebe erklären. Verabredet. Nein, 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 nein. Heiratsantrag machen. Ja, so weit kommt es ja auch noch. Ich würde mal sagen, dann macht ihr mal noch ein Baby. Du sollst ein Baby mit dem Typ machen. Mach es. Mach es! Romantisch. Baby machen. So. Hier geht's dem Kleinen, der kleine Schatzemann schläft. Finde ich toll. Ja, möchtest du mit mir ein Baby? Ja. So, dieses Mal habe ich mir auch einen Timer gestellt. Sonst geht die Folge wieder
übelst lange und da habe ich keine Lust drauf. Und ja, so. Ja, gut, der kleine Mann schläft. Ja, Max Jones. Oder wird gerade wach? Nein, den werden wir dann gleich altern lassen. Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir vielleicht. Da kommen noch irgendwelche Knaller, bum bum. So, ich muss mal einen Schwangerschaftstest machen. Hallo, ja. Mach einen Schwanger. Ja, du machst einen Schwangerschaftstest, meine Liebe. Bewege deinen dicken Po schneller. Und, nein, das hat nicht geklappt, sonst würden wir die Nachricht bekommen. Oder? Ja, es hat geklappt. Dann kannst du duschen. Den möchte ich jetzt hier einziehen lassen. Große Neuigkeit erzählen. Das machen wir jetzt nicht. Freundlich muss ich bitten, einzuziehen. Genau. Dann ziehst du mal hier ein, mein Schatz. Weil dann brauchen wir nämlich nicht. Zusammenziehen, Klick auf OK, um Haushalt aufteilen. Ja! Ach ne, ach, egal. Ja, wie schon gesagt, wir werden die Einhornbabyzeit so spielen. Genau, du kommst da rüber. Wer ist das? Und wer ist das? So. Dann machen wir das so, dann wohnst du jetzt bei uns. Wir haben ja ein Baby gemacht und du wirst jetzt auf ewig, für immer und ewig an uns gebunden bleiben. So, jetzt hier, du könntest dich mal hier ums Kindchen kümmern, mit Flasche füttern. Und ja, so, ich werde jetzt mal kurz etwas machen. Dass der Kleine auch ein Zimmer hat. Jetzt muss ich nur mal schauen. Boah, der Grundstück ist ja riesig. Gott. Dann werden wir jetzt. Okay, der Grundstück ist echt riesig. Dann machen wir das jetzt einmal so, dass der Kleine einen Schlafplatz hat. Sonst wird das nix. Also, ja, hier kommt jetzt das Kinderzimmer rein. Wir haben noch jede Menge Platz hier. Also, das ist gut, das ist echt gut. Oh. Ups, jetzt habe ich doch gerade. Haha, wir haben nämlich nicht so viel Geld. So, Kind kommt da rein. Boah, aber noch eine Tür. Upsi. So, eine Tür. Ach du Scheiße, jetzt muss ich auch noch so eine Billo-Tür hier nehmen. So. Fensterchen. Oh. Und kostet das denn nicht viel? So. Nein. Da passt kein Fenster mehr rein. Jo. Also für den Kleinen haben wir schon mal ein Zimmerchen. Du kannst. Hast du eigentlich arbeiten, Freund? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe nicht. Okay. Dann. Was? Ach, ich habe gar kein Geld. So, Penny, du kannst dann hier mal weiterschreiben. Weiterschreiben, kein Bock mehr. Genau. Der kleine Mann hat jetzt ein Zimmerchen. Nee, du sollst dich in Foren provozieren, Mann. Blöde Kuh. Weiterschreiben, kein Bock mehr. Genau. Ach, dass wir ein bisschen Money haben. Wir haben nur noch 5 Simoleons. Ah, Hilfe. Wir sind pleite. Einfach nur pleite. Hast du irgendwas in deinem Inventar? So, jetzt erstmal alles verkaufen, was geht.
Wow, das Ding hat 1 Million. Gut, dass wir den haben, kriegen wir auch schon mal 30. Das ist perfekto. Was ist denn mit dir los? Kannst du malen? Nein, du kannst nicht malen. Nein. Ich würde mal sagen, dann verkaufen wir das Bücherregal, weil das brauchen wir nicht. Das hier. Da haben wir schon mal wieder ein bisschen Geld. Den Billo-Fernsehen müssen wir ja lassen. Den Kühlschrank können wir lassen. Die Kommode verkaufen wir auch mal. So. Dann kannst du nämlich mal ein Gemälde malen. Mal ein Gemälde. Ein klassisches. So, du bist du fertig? Mein Gott. So. Also wir werden den Kleinen jetzt gleich mal altern lassen. Aber erst, wenn es ein bisschen Money Money in the House ist. Jetzt haben wir nämlich das große Problemchen. Bist du fertig mit Malen? Oh, das bringt ja 52. Okay, dann kannst du es an Sammler verkaufen gleich. Verkaufe dieses Bild. Kannst du essen? Unsere Penny können dann gleich mal, nachdem sie da fertig geschrieben hat, Eier machen gehen. Der Kleine schreit auch schon wieder. Kannst du dich da bitte um das Kind kümmern? Flasche füttern, Kosen, hüpfen. So, was ist mit dir los? Boah, kannst du schneller schreien, bitte? Danke. Als werden wir das hier mal ein bisschen vorspulen lassen, dass sie das auch fertig hat. Danach kannst du mich schon mal das Bett an, sonst fällt sie mir irgendwie um. Dann kann ich schlafen gehen. Oh. Qualität normal. Ja, dann geh schlafen. Ja, geh. Ich hab's doch angeklickt für dich, Mann. Ein Mädchen. Immer diese Frau. So, dann kannst du aber noch mal ein bisschen malen. Musst du pieseln? Ja, du musst pieseln und danach noch schneller Hoppe bewegt ein kleiner dicker Po. Kannst mein Gemälde malen? Ein Gro doch mal ein großes klassisches. Mal Hopp bewegt ein Po. Was ist los? Schlechter Nachgeschmack. Ja, kann ich aber nichts dafür. Das hat deine Freundin gekocht. So, mal schneller. So, du bist schlafen. Dem Kleinen. Wir malen das Bild hier nur eben zu Ende, dass wir ein bisschen Money haben. Immer dieses komische Häschen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber egal. So, bist du fertig? Nein, verkauf das Bild. Kriegen wir 131. Und dann kannst du, glaube ich, auch mal schlafen. Geht das denn? Ja, das muss gehen. Steht der Teller noch? Ja, nein, der Teller steht. Oder hast du den Teller schon wieder in deinem Inventar? Nein, du hast gar nichts im Inventar. Huch. So, dann läuft das jetzt mal ein bisschen schneller hier. So. Wie geht's dir? Ja, kannst du mal essen? Frühstück servieren. Rührei mit Speck. Reste nehmen. Mein Gott, Mädchen. Mach das. Och, dir geht's ja auch ganz gut. Dann kannst du eigentlich noch mal ein Bild malen. Ein klassisches Gemälde, großklassisch. Dann werden wir den Kleinen jetzt altern lassen. Baby geht's gut. Ich weiß, das Zimmer sieht noch kahl aus, aber das macht ja nichts. Aber dann schneller hier.
Dann kannst du auch selbst veröffentlichen. Ja, da ist die Zeit auch um. Gut, aber wir wollen ja noch eben den Kleinen hier altern lassen. Sonst schaffen wir das ja nicht. Beeil dich. Bist du eigentlich jetzt fertig mit deiner Malerei? Ja, mal schon wieder dieses. Oh nein, Weißhaupt, nein, was willst du von mir? Geh mich auf die Nerven. Bist du jetzt fertig mit Futtern? Ja, so. Kannst du. Wo bist du denn? Kannst du. Mein Gott, hier steht aber auch alles im Bild. Mal das verwenden. Danach. Oh, auf Klo, danach kannst du die schmutzige Windeln weg. Mach schneller. Okay, du machst es. Machst du es? Dann schmutzige Windeln wechseln. Ist das Bild fertig? Glaube nicht. Doch, ist es so. Dann kannst du es nämlich auch mal aus Honda verkaufen. Und den Kleinen werden wir jetzt altern lassen. Ich habe gesagt, sobald ein neues Baby da ist, werden wir den altern lassen. Ja, Max ist Eltern geworden. So. Wir nehmen, Engelchen, nicht neugierig, unabhängig. Ich würde mal sagen, wir nehmen das mal, weil das hatte ich bis jetzt noch nicht. Yeah. Hallo, was machst du? Gut. So. Ich brauche ein Thumbnail. Ein Thumbnail. Der Blick ist so süß, ne? Hallo? Achso. Hör auf. Der Kleine soll sich mal hier hingehen. Kleiner Bubi, geh mal dahin. Papa Florian möchte ein Bildchen machen. Ach. Genau. Du willst auf Klo gehen, was machst du? Bist du schon wieder schlafen? So. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, also in der Folge ist Penny schwanger geworden. Kleine Max ist älter geworden. Wir haben einen Typsi gekriegt, mit dem wir auch mit dem wir jetzt die Baby-Challenge weiterführen, wie schon gesagt. Ich werde hier nicht 5 Jahre an der 100 Baby Challenge sitzen. Und ja, wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da, einen Kommentar und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann doch gerne auch ein Abo. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in einem nächsten Let's Play. Bis dahin, euer Flo. Ciao.